Das heißt, es gab eine Ausschreibung für einen LKW-Fahrer. Da haben sie, glaube ich, 20 oder was gemeldet in der Richtung. Und dann, das ist interessant, wenn man als Vorstandsmitglied erst vor einer Sitzung bitten muss um Unterlagen. Das gibt es, das kann ich jetzt so sagen, sonst nirgends oder beziehungsweise wenige gemeint, dass man nicht in Unterlagen Einsicht nehmen kann, wer hat sich gemeldet, wie hat die Ausschreibungstexte gelautet. Und da gibt es jetzt einige Deutschkreuzer, die sich gemeldet haben, und daher war es mir auch ganz ein großes Anliegen, dass ich weiß, wer hat sich gemeldet, weil wir das auch in Tromlau bekannt gegeben haben, wir haben das gesagt, ja, ich will das wissen. Dann habe ich den Herrn, habe ich drinnen da angerufen, in Obhoserverband hat es geheißen, sie dürfen mir nichts geben, ich muss mit Herrn Obmann Heger sprechen, das ist ja sehr interessant. Habe ich mir angerufen, hat er gesagt, naja, warum rufst du den Verband da, er ist mit mir geredet, wir hätten das schon gemacht. Es hat keine 10 Minuten gedauert, habe ich dann eine Unterlage bekommen, wo aufgelistet ist, wer als Bewerber hier aufscheint und wer ausgeschieden wurde. Dann bleiben da sieben über, die, was sie heute halt die Herren, der Herr Obmann und die zwei Obmann-Stellvertreter mit Betriebsleiter und mit Betriebsleiter-Stellvertreter ausgesucht haben. Ich sage das bewusst ausgesucht haben. Weil sehr viele diese Kriterien, die hier anscheinend ausgeschrieben sind worden, so zu tragen kommen als LKW-Fahrer und Kranfahrer und was der Teufel. Da gibt es jetzt, sage ich mal, ein Beurteilungsblatt, was mich früher aus den Socken hat. Das heißt, da gibt es, ich will den Namen nicht sagen, da steht zwar hohe Qualifikation, war jahrelang Führungsperson, Lehrlingsausbildung etc. Könnte sofort anfangen. Steht aber daneben, nein. Nicht, dass er gesagt nein, sondern von ihm aus dürfte das gar nicht schaffen. Weil er, und jetzt sage ich eins, vielleicht nicht irgendeiner Reichshälfte zuzuordnen ist. Ich sage das, ich kenne ihn persönlich. Wir haben uns auch dann unterhalten mit den anderen, oder ich mich mit den anderen Fraktionen unterhalten, wie das sein kann. Und sie da auch seitens der Deutschkreuzer, die im Vorstand da drin sitzen, hat es sehr wohl eine große Aufregung gegeben, wie das passieren kann. Diese Person wäre für alles geeignet, aber er gefällt uns einfach nicht. Da steht, nein. Da gibt es wieder andere Geschichten, da steht, ja. Dann wurde jemand, und jetzt kommt der Punkt, natürlich, und das ist das Interessante, bestellt, was wahrscheinlich in den Fraktionen so abgesprochen wurde im Vorfeld, wie vieles mehr bei Vorstandssitzungen und Vorversammlungen im Vorfeld einfach die Fraktionen so beraten, dass der Vorsitzende, der Obmann Stellvertreter dort vorne sitzt und sagt, ja, alles klar, das passt, könnt ihr ruhig aufzeigen. So reint es, und da bin ich oft drauf gekommen, dass diese Herrschaften, die in der Mitgliederversammlung sind, die Vertreter der Gemeinden, einfach unwissend sind, was dort passiert. Und daher hat es ja diese vielen Situationen gegeben, wo man jetzt dann schlussendlich Licht in das Dunkel gebracht hat. Daher wurde ein Bewerber von Horejan bestellt. Ob man es auch als Horejan, jetzt will ich nicht unterstellen, oder dass der nicht fähig war, diesen Job zu machen. Aber es, nach dieser Qualifikationstabelle wären andere meiner Meinung nach weit, weit besser qualifiziert gewesen. Habe ich auch zum Ausdruck gebracht bei der Sitzung. Habe klar dort die Diskussionen natürlich geführt. Und ich glaube, dass es wichtig wäre, auch hier Aufklärung einmal zu betreiben. Dieser Herr wurde bestellt. Nach 3 Tagen hat er den Abwasserverband Mittelsburgern wieder verlassen. Dann habe ich das irgendwo zu Gehör bekommen, dass der den Obwasserverband inzwischen verlassen hat, ohne dass irgendein Vorstandsmitglied oder irgendjemand verständigt geworden wäre, sage ich mal. Auf das auch, ich habe einen Brief geschrieben an den Obwasserverband und an Herrn Obmann Heger und als Stellvertreter, was da jetzt eigentlich läuft. Daraufhin ist dann von Betriebsleiter Binel ein Schreiben zurückgekommen, was lautet, naja, es sollte mit dem Zweiten, der was Zweiter eigentlich gereiht ist, das Gespräch geführt werden, ob er das annimmt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde das eine Katastrophe, wenn man so umgeht. Weil entweder man geht her, schreibt es neu aus, Punkt 1 sollte man sofort ein Schreiben ausgeben an die Mitgliedsgemeinden, dass das jetzt so passiert ist, dass der nicht mehr
zur Verfügung stellt und dass man so rasch als möglich eine Sitzung macht, wenn man braucht, wenn man braucht, und eine neue Ausschreibung stattfinden soll. Ich glaube, das sind genau die Punkte, wie hier in Verbänden, sage ich nicht nur in Obwasserverband, mit Verbänden umgegangen wird. Und das kann es nicht sein. Und daher bin ich der Überzeugung, dass man hier alles neu auf Schiene bringen muss und daher unsere klare und deutliche Forderung. Ich sage das jetzt als Kommunalpolitiker, als Vertreter der größten Gemeinde, der meistbezahlendsten Gemeinde beim Abwasserverband. Wir zahlen viel Geld ein und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, in diesem Vorstand wurde vor einiger Zeit beschlossen, die Kanalgebühren um 10% zu erhöhen. Ich habe mich dagegen gewehrt. Warum auch? Weil wir ständig Rücklagen bilden. Der erste Vorschlag war, jährlich 300.000 Euro an Rücklagen zu bilden. Kein Problem mit Rücklagen zu bilden, aber gleichzeitig erhöhen, finde ich für fatal, wo die Leute immer mehr belastet werden, die Bevölkerung, wo dann schlussendlich die ganzen Kosten, Energiekosten und alles steigt, Bausparverträge gestrichen werden, Wohnbaudarlehen massiv gekürzt werden, das noch für positiv dargestellt wird. Und dann erhöhe ich um 10% und das möchte ich einen Punkt bringen. Und dann in einem Voranschlag in der Gemeinde, diese Herrschaften, was da drüben sitzen, was auch bei uns im Gemeinderat sitzen, wenn wir die Erhöhung weitergeben müssen und die Bevölkerung, logisch, ich kann es ja nicht schlucken, dann dagegen stimmen, dass wir halt. Dort stimmen wir es dafür, weil es parteipolitisch natürlich motiviert ist. Da stimmen wir es dagegen, weil man vielleicht gegen einen Bürgermeister was haben kann. Ich glaube, habe die Verantwortung, dass man schaut, so sparsam und kostengünstig zu arbeiten, muss leider aber das genauso umlegen, wenn man das aufgedividiert wird. Daher die Rücklagen von 300.000 haben wir Gott sei Dank auf 150.000 runtergebracht, das war auch mein Ansinnen. Trotzdem finde ich das noch immer zu hoch in Zeiten wie diesen, dass man nur ständige Belastungen auf die Bevölkerung abwälzt. Verstehe natürlich, dass man Rücklagen bildet, weil die Kanalnetze ja natürlich nicht unbedingt mehr die besten sind, aber denke, dass man auch Zeiten wie diesen nutzen sollte, die Bevölkerung zu entlasten. Daher bin ich überzeugt, dass man auch bei den Verbänden mehr Zusammenarbeit fordern muss. Das heißt, es gibt einen Lockenhauser Obwasserverband, es gibt einen mittelburgenländischen, man sollte mehr kooperieren. Ich wünsche mir einen Geschäftsführer, der von der Wirtschaft das versteht, der was am Betrieb dementsprechend führen kann, nicht weisungsgebunden ist von Obmann und Obmann-Stellvertreter, weil in diesem Verband hat die Politik mehr zu reden wie jeder Geschäftsführer, jeder Betriebsleiter. Das finde ich für fatal. Daher weg mit der Politik, weg mit Obmann-Stellvertreter, sondern einen Aufsichtsrat gründen, wo die Gemeinden je nach Stärke vertreten sein sollen. Drin. Sage noch einmal, Zusammenlegung diverser oder Zusammenarbeiten diverser Verbände, weil, und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt Hochschopf zurück, wünsche ich mir sofort, dass der alles zurücklegt, freiwillig. Es bestimmt niemand, dass man einen zweiten Obmann-Stellvertreter hat. Weil, und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, die ganzen Bürgermeister, die sich hier da drinnen bewegt haben und das Dreck am Stecken haben, sich eh schon verschüsst haben. Der Binel ist schon zurückgetreten in Weberstorf, der Dorn in Lagenbruch und der Hoschopf hat angekündigt, auch er wird nicht mehr kandidieren. Daher wäre es sinnvoll, auch für die nächsten Monate vor der Wahl schon ein Zeichen zu setzen, sparsam zu arbeiten, überhaupt den Hoschopf, der nicht Mitgliedsgemeinde ist, sondern nur Betreuungsgemeinde, das Ganze hinzulegen, wäre für mich eine dementsprechende Forderung. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man hier bei Postenbesetzungen bzw. angestellte Ausschreibungen ganz anders vorgehen muss, dass man hier eben den Betriebsleiter, der wirtschaftlich das führen muss, das Recht eingeräumt werden muss, auch hier klare und deutliche Worte zu finden. Der wird da gar nicht mit eingebunden, sondern das ist eine reine parteipolitische Bestellung. Das kann es nicht sein, das muss man dementsprechend abschaffen. Der Selbstbedienungsladen Abwasserverband Mittleres Burgenland muss sich aufhören. Ich hoffe, dass wir jetzt soweit sein, wenn das Gerichtsurteil gesprochen ist, wo auch jetzt anscheinend die Obmann-Stellvertreter zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn sie Mitwisser sein, werden sie massive Probleme bekommen, wenn sie sagen, sie haben da nichts davon gewusst, das ist halt sehr im guten Glauben unterschrieben, dann müssen sie das einmal beweisen. Ich glaube, dass das ein paar Punkte sind, die für mich ganz entscheidend sind und wenn es dann heißt, die Nebenklage ist somit wahrscheinlich obsolet geworden seitens des Vorstandes,
das Abwasser mittels Bujahr und dann trete ich mit vehement dagegen auf, das kann es nicht sein. Das quasi, ich gebe mir Freibrief an reine Westen, das ist nicht der Fall und ansonsten geht der Zirkus dann so weiter. Ich glaube, das Gericht wird jetzt entscheiden müssen, was da passiert, aber es gibt viele, viele Anhaltspunkte in diesem Verband, die man einfach verbessern muss. Die kleinen Leute, die dort wirklich brav arbeiten und fleißig sind, werden immer niedergemacht, die kriegen weder Gehaltserhöhung noch was anderes und die oberste Schicht nimmt sie, wie sie es braucht. Ich glaube, dass auch die Tanksteuer endlich einmal nur für die betriebseigenen Fahrzeuge genehmigt werden soll, nicht für, wir können alle tanken hinfahren quasi, sicher ist billiger, aber sie zahlen nicht die Steuer. Das war das Nächste, wo der Herr Hauptmann Dorner behauptet hat, die Mehrwertsteuer, da sparen sie sich, wo auch sofort eine Demente gekommen ist von den Angestellten, haben sie ihm aufgefordert, sofort das zurückzunehmen. Das stimmt aber nicht. Das heißt, dort wird einfach auf die Kleinen angewälzt, beschuldigt ganz einfach, und seht die großen Herren, wo ihn da aussteigen und sagen, wir haben so viel geleistet für diesen Verband. Das ist ja für mich ein Horror. Ja, das war es jetzt einmal von meiner Seite, wenn Sie hier Einsicht mit nehmen, diverse Protokolle, ich habe das angestrichen, jederzeit möglich. Das sind Dinge, die ich nicht begreifen will und kann, weil ich ein Vertreter einer Name wiederhole, die größte Gemeinde noch immer im Bezirk ist und die meisten Götter dort einzahlt. Und daher ist es für mich auch klar, dass keine zwei Obmann-Stellvertreter dürfen sein. Und wenn, und das ist das Lustige, die Obmann-Stellvertreter kommen aus den kleinsten Gemeinden. Das heißt, Lagendorf ist einer der kleinsten Gemeinden und Weingraben auch die kleinste Gemeinde. Das versteht niemand. Hätte man gewünscht, eine andere Möglichkeit, eine andere Situation, ohne dass man da jetzt solche Dinge ans Tageslicht bringen muss. Aber es ist anscheinend notwendig, wenn man in die Öffentlichkeit geht, dass doch einiges sich bewegt. Dankeschön. Fragen? Das chronologisch aufgelistete kennst du ja sicher, wo sich da alles angespielt hat, wo man jahrelang darauf hinweist und einfach nicht reagiert wird, weil eben wir sind wir und was soll das Ganze? Ist das auch eine klare Forderung, dass man mehr Kontrolle einführt. Kontrolle heißt für mich auch, alle Akten Einsicht nehmen zu können, wie es in der Gemeinde möglich ist. Wir haben ja das ist ja so eine lustige Geschichte, das heißt, man hat die Gemeindeordnung, man hält sich an die Gemeinderichtlinien, wenn man Posten besetzt, gell? Nach Stärke. Wenn man irgendwelche Probleme hat, hält man sich ans Wasserrecht. Das heißt, auch hier habe ich schon ein paar Mal gefordert, es kann nicht so sein, dass ich mir gerade das aussuche, wie ich will. Und das gehört aber im Land geregelt, das muss man schon dazu sagen. Das ist ein Landesgesetz, dass ich das regle in den Verbänden. Weil wenn ich lustig bin, habe ich das Gemeinderecht, die Ordnung, und auf der anderen Seite habe ich dann das Wasserrecht, was ja nicht okay ist, meiner Meinung nach. Entweder ich habe eine Situation, wo ich sage, ich halte mich noch der oder ich halte mich noch der andere. Da muss ich das klar sehen, aber ich hoffe, dass dort endlich einmal eine Vernunft einkehrt und die Parteigeschichten alle einmal wegkommen. Und dass man nicht mit immer drüber fährt über die Leute, sondern auch einmal sich das anguckt. Und ich glaube ja, dass andere Leute, die was da drin sitzen, immer wieder auch zu mir gesagt haben, erst, ja, Manfred, du hast eh recht, aber in der Fraktion haben wir das besprochen, von wo hast du das überhaupt hergenommen? Und das ist die Problematik bei den ganzen Sitzungen. Wir bei so einem Wasserleitungsverband oder Abwasserverband-Sitzung sind wir genau in 5 Minuten fertig. Außer ich rede zu lang. Ansonsten sind wir fertig, weil da wird alles einsam beschlossen. Ich muss hinten sitzen und sagen. Wie viele Vorstandsmitglieder sind eigentlich insgesamt? 10. 10? Ja. Das ist eigentlich ist wahrscheinlich nach Parteien. Nach Partei besetzt, na, logischerweise. Also das wird nicht nach Stärke, ja, nach Größe der Gemeinde besetzt, mhm, weil sonst hätten wir ja nicht Weingrom und Lagendorf als Stellvertreter. Ich will keinen Stellvertreter haben von Deutschkreuz. Ich will nur, dass man die. Ich brauche keinen, wir haben zum Beispiel in Deutschland auch keinen zweiten Vizebürgermeister. Da
dann habe ich gesagt, okay, ist in Ordnung. Und dort wäre genauso eine Situation, wo ich gesagt habe, schaut her, wir setzen ein Signal, wir verzichten auf deinen. Das habe ich nicht einmal gefordert, das habe ich ein paar Mal gefordert. Ich habe nichts gegen Hochschub persönlich, absolut nicht. Sondern einfach die Art und Weise, weil was du da ein zweiter Obmann-Stellvertreter, ist schon da nicht zu viel, der sagt, zu Weihnachten, der Obmann-Stellvertreter sagt, du, schöne Weihnachtsgrüße und wir laden euch ein zum Rosenberg, nicht eigentlich gar nicht zum Rosenberg nach Lagendorf, sondern zum Pferdscheck. Aber das kann es ja nicht sein. Das ist die ganze Arbeit verdient. Tut mir leid, das brauchen wir wirklich nicht. Wie schaut es dann nach Form aus, im Vorstand jetzt? Weiß ich nämlich nicht auswendig. Wie wird das da? Warte mal, ja, weil SPÖ natürlich die Mehrheit. Ja. So, Vorstandsmitglieder Franz Triedreimer, Franz Hoschopf, Johann Giefing, Peter Heger, Ernst Abner, Roland Schmiedl, Manfred Köhli, Horst Heinrich, Rudolf Geisler, Rudolf Steiner. So, Franz Triedreimer ÖVP, ja. Franz Hoschopf SPÖ, Johann Giefing SPÖ, Peter Heger SPÖ, Ernst Abner SPÖ, Roland Schmiedl ÖVP, Manfred Köhli Liste, Horst Heinrich ÖVP, Rudolf Geisler ÖVP und Rudolf Steiner SPÖ. Mhm. Also 2, 4, 5 SPÖ, 3 ÖVP und 4 ÖVP. Daher war das interessant, bin jetzt bei der Postenbesetzung, wo ja anscheinend solche Dinge rausgekommen, wo man einfach sagt, naja, der kennt eigentlich, der ist kein Roter, kein Schwarzer, dann müssen wir schauen, dass wir Nein dazu schreiben. Warum weiß ich nicht, ob ich es mir wurscht. Wurscht ist mir insofern nicht, weil ich denn die Person gut kenne oder die Personen gut kenne und die waren wirklich geeignet, was wirklich hervorragende Ausbildungen haben, auch mit Leuten umgehen können und dann schreibe ich hin, teamfähig, nein, ich will wissen, ob der teamfähig ist. Wer mag, wer sagt das? Bist du, ich weiß nicht, ob du teamfähig bist, das weiß ich nicht, ich will mit dir, du drängst noch nicht zusammengearbeitet. Die wollen das wissen. Und daher finde ich solche Dinge einfach für fatal und das gehört für mich einfach weg, abgeschafft. Das ist so der Betriebsleiter, der was wirklich parteiunabhängig ist. Das ist ja leider nicht der Fall gewesen, da bin ich als SPÖ-Bürgermeister in Wettersdorf gewesen. Sicher nicht ein. Ich wäre absolut kein Problem, wenn man sagt, man schaut sich das an, das ist ein Betrieb, der muss wirtschaftlich geführt werden, er muss gute Zahlen bringen, er hat natürlich seine Wünsche und Vorstellungen, die gehört dann von den Gemeinden, die was entsandt werden, muss ja nicht immer der Bürgermeister sein, wir schicken ja zum Beispiel Gemeindevorstände genauso hin, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Sondern das ist für die Gemeinde. Das soll das Beste für die Gemeinde sein, aber ich kann nicht 10% erhöhen. Und auf der anderen Seite, dort bin ich dafür und da bin ich dagegen. Weil ich gesagt habe, einen Antrag gestellt habe, dagegen, dass man nicht erhöht. Ist so. Von Kontrollausschuss ist es so, dass, wie du richtig gesagt hast, einerseits Wasser und dann hast du Gemeinderecht. Und ich bin immer schon darauf hingewiesen, den Stellvertreter zweitens der angesprochen, dann muss mir auffällt, ist einfach, dass in jeder Gemeindeordnung was drinnen, dass der Kontrollausschuss ungerade Zahl sein muss. Komischerweise beim Abwasserverband ist er halt ist er gerade, das heißt sechs Personen sitzen da drin. Auf das habe ich hingewiesen, dass ich auch keine Abhängigkeit glaube, Obmann, der was damals tut, das ist ja komplett dumm, wobei, nach was orientiere ich mich jetzt? Ne? Ich sollte da irgendwo Äpfel mit Äpfeln vergleichen können. Und wie du richtig gesagt hast, einmal geht er dorthin und dann geht er da, ich will das gerade brauchen. Ja, ich finde was anderes auch, ein Kontrollausschuss sollte von denjenigen geleitet werden, die was die wenigsten Stimmen da drin hat. Was die Antwort war? Ich kann nicht sagen, weil die SPÖ jetzt den Obmann stellt, muss die ÖVP den Obmann vom Kontrollausschuss stellen. Das ist ja irrwitzig. Ne? Der Bräutern ist ja wieder gebunden. Das ist eine Parteigeschichte natürlich auch da. Der tut mir ja leid, der Sickerhammer war ja lang. Der hat ja dann das zurückgelegt, weil es ihm einfach schon zu viel war und weil er gewusst hat, weil normalerweise, sage ich das auch nochmal, müsste der Kontrollausschuss genauso draufkommen. Wenn sie immer da gesagt haben, weil du drinnen sitzt, du hast eh ein paar Mal darauf hingewiesen und eben das abgetan, das stimmt alles nicht und ist eh alles in Ordnung und wurde dann auch in der Vollversammlung immer wieder so beschlossen. Ich finde, normalerweise müsste der genauso zur Verantwortung gezogen werden, weil wenn ich einen Kontrollausschuss habe, dann sollte solche Dinge, wenn ich ständig eh schon darauf hinweise, als Köhli oder als Wurscht, wer das ist, dann muss man mir Gedanken machen und sagen, halt, was bringt da nicht in Ordnung? Das war ja die Vorschlussung von Paul Wiener, der mir gegenüber immer gesagt hat, er hat gesagt, da war nicht nur eine Generalversammlung vom Kontrollausschuss, und ich habe gesagt, wird in der Hauptversammlung gemacht, also beim Vorstand, wo ich keinen Einblick habe. Ne? Und jetzt habe ich dann hinterfragt, wie die neue Wahl kommt, weil das Ganze natürlich aufgestaubt hat, wo die letzte beim 8. 1. 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
Ja, der Herr Roger Hoppmann ist niemals gesagt worden, nein, das wird ja in der Generalversammlung gemacht, hat sich nichts damit zu tun. Na gut, und da wird aber interessanterweise, wie der Bürgermeister anspricht, bei der Wahl des Hoppmann ist es auch einen Antrag gegeben auf einen Hoppmann, es wird nochmals der Klinsten zustehen, ist gesagt worden, nein, das kriegt die ÖVP, weil das ist die Opposition. Ja, interessant, ja, ist ja alles gesagt. Ne? Das hat jetzt die ÖVP den Hoppmann und oder den Stellvertreter. Und die anderen gehen wir vor. Also, alles gesagt damit. Ne? Ja, mir gefällt ja nur der Heger, wenn er immer wieder sagt, da steht er wieder, weil er verweist auf die Aussage von Obmann, dass nun eine andere Qualität im Verband herrsche und hält fest, dass der Verband ein Gemeindeverband sei und es in solchen vorgeschrieben wäre, im Vorstand den Vorschlag zu behandeln. Dort beruft er sich auf die Gemeindeordnung, und auf der anderen Seite mit und das sind so Dinge, am 3.10. sagt er das und nachher fährt er mit Lostung spazieren. Oder danken weiterhin lustig. Thank you.